Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video. Heute mal ein etwas kürzeres Video, wo ich jetzt spontan einfach gesagt habe, das muss ich mal auf Video festhalten. Auch in diesem Jahr der Wassermelonenanbau, bei uns zumindest in der Region, im Süden von Hessen, im Rhein-Main-Gebiet, wirklich wunderbar funktioniert. Im letzten Jahr hatte ich das erste Mal Melonen wirklich im größeren Stil im Garten. Und letztes Jahr 2022 hatten wir wirklich einen sehr, sehr warmen und auch trockenen Sommer. Dass es in diesem Jahr gut funktioniert hat, also 2022, das hatte ich noch ein bisschen auf die wirklich sehr, sehr warme Witterung und vor allen Dingen warme, trockene Witterung geschoben. Jetzt ist es dieses Jahr so, dass wir eine sehr, sehr lange kühle und auch nasse Phase hatten. Und auch in diesem Jahr hat es funktioniert. Ich habe schon eine rote Wassermelone geerntet, eine etwas größere. Und habe jetzt heute mal hier diese gelbe Wassermelone geerntet, die jetzt auch schon reif ist. Und ich muss sagen, an Süße kaum zu übertreffen. Diese gelbe Sorte hier, Janusik, oder ich weiß nicht, ob ich es so richtig ausspreche, aber so ungefähr wird es geschrieben, heißt diese Sorte, die kann deutlich größer werden. Ich gehe mal davon aus, hätten wir jetzt einen deutlich wärmeren und nicht so nassen Hochsommer gehabt, wäre die wahrscheinlich noch größer geworden, trotz allem. Ist das was, wo ich sagen muss, das hat auf jeden Fall funktioniert, auch in diesem Jahr, was zumindest über einen sehr langen Zeitraum kühl und nass war. Und das verleitet mich sozusagen zu der Aussage zu sagen, Melonenanbau in Deutschland kann auf jeden Fall sehr gut gelingen. Es ist natürlich kein Muss. Hätten wir eine noch längere kühle Phase gehabt, dann weiß ich nicht, ob es so gut geklappt hat, aber eben auch mit dieser etwas längeren kalten und nassen Phase im Jahr hat es sehr gut funktioniert. Was theoretisch an meinem Garten liegen kann, einfach an den Begebenheiten hier, wie der Boden ist und auch an meinem Gewächshaus selbst ist, dass tatsächlich im Gewächshaus die Ernten bei weitem nicht so gut ausfallen wie im Freiland. Das war im letzten Jahr schon so, war auch in diesem Jahr so und war auch früher schon so, als ich Melonen ausschließlich im Gewächshaus angebaut habe. Ich habe Melonen, glaube ich, 2015 und 2016 schon mal im Anbau gehabt und es war immer mal eine dabei pro Pflanze. Aber ich hatte im Schnitt weniger als eine Melone pro Pflanze. Und das ist auch in diesem Jahr, wo der Schnitt im Freiland sehr gut ist, bei ungefähr 3 pro Pflanze, habe ich im Gewächshaus an 3 Melonenpflanzen am Ende 2 Melonen gehabt. Und im Freiland funktioniert es deutlich besser. Woran genau das jetzt liegt, kann ich nicht genau sagen. Ich vermute mal, dass es zum einen daran liegt, dass im Freiland die Bestäubung besser funktioniert, weil der Wuchs, also das komplette Wachstum, ist im Gewächshaus noch kräftiger, üppiger, schneller vor allen Dingen. Und normalerweise würde ich dann sagen, ist das für die Melonen vom Klima her, die Wärme im Gewächshaus sehr gut. Allerdings sind da unter Umständen nicht so viele Bienen oder Hummeln unterwegs oder der Pollen kann unter Umständen auch verkleben. Das ist jetzt meine Idee, die da hinten dran steckt, aber genau wissen tue ich es nicht. Das sind nur Vermutungen. Am Freiland habe ich wirklich mehrere Melonen an einer Pflanze. Wir haben jetzt Mitte August, das heißt, die, die jetzt noch dran sind, können auch gut und gerne noch 3, eventuell sogar 4 oder 5 Wochen reifen. Also auch was jetzt noch nicht reif ist, wird aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende noch was Gutes werden. Hier zum Beispiel ist eine noch etwas kleinere. Da ist jetzt so der Punkt, wo ich denke, das könnte knapp werden, weil die muss noch wachsen und dann auch noch reifen. Ob die was wird, weiß ich nicht. Die hier ist etwas größer. Generell, wie gesagt, bei mir im Boden, der sehr sandig ist, wird eigentlich alles nicht so groß, wie es soll. Auch die Tomaten sind immer 5 bis 10 Gramm leichter, als sie eigentlich sein sollten, laut Sortenbeschreibung. Auch bei den Melonen ist es so, dass sie nicht ganz so groß werden, wie sie könnten. Also in normalen bis leicht lehmigen Böden, vermute ich mal, sieht das Ganze noch etwas größer aus. Hier sind auch noch mal 2 Stück. Das ist aber auch eine ganz schöne Größe, muss ich sagen, weil die kriegt man dann auch sehr schnell gegessen. So eine Riesenmelone, da muss man dann auch gucken, wie man die schnell genug gegessen kriegt. Das ist wirklich so eine schöne Portion zum direkt im Garten essen. Und an der kann ich euch auch mal so einen kleinen Tipp zeigen, wo ich mittlerweile rausgefunden habe, dass man erkennen kann, dass die Melonen reif sind. Der wichtigste Anhaltspunkt ist dieses kleine Grün hier oben. Das ist sozusagen eine Ranke, mit der sich die Melonenpflanze irgendwo festhalten könnte, wenn sie denn hochwächst. Und solange die noch grün ist, wie hier, ist die Melone aller Wahrscheinlichkeit nach nicht reif. Anders sieht es bei der hier aus. Auch das ist wieder eine gelbe. Da ist diese Ranke braun und abgestorben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die reif ist.
Außerdem immer ein ganz gutes Merkmal, wenn hier unten der Fleck, wo die Melone auf dem Boden gelegen hat, richtig dunkelgelb ist, dann ist sie reif oder wahrscheinlich reif zumindest. Wenn dann das hier noch braun ist und der Klang möglichst hohl ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Melone reif ist. Und die werde ich jetzt auch direkt mal ernten. Dann habe ich zwei an einem Tag, aber ich denke, dass die hier auch reif ist. Auch das eine wirklich schöne Größe für so eine Melone zum Direktessen. Keine Riesenmelone, wie ich sie gerne hätte. Das wäre natürlich auch mal was, so eine riesige 5-6 Kilo Melone zu ernten. Aber damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und zum Fazit kann ich vor allen Dingen noch sagen, die Melonen sind zumindest jetzt in den beiden Jahren, in denen ich sie hatte, die eigentlich viel unterschiedlicher nicht sein können, auch relativ ertragssicher. Und das Gleiche gilt auch für die Honigmelonen. Auch hier, trotz der wirklich sehr, sehr feuchten Witterung, sehr viele Melonen an den Pflanzen, die auch jetzt reifen. Auch hier habe ich schon zwei geerntet. Und es werden noch einige nachkommen. Also da hängt wirklich immer sehr viel drin. Und auch in feuchten und kühlen Sommern oder Hochsommern wie diesem funktioniert das Ganze richtig gut. Und wenn ich zum Vergleich mal mir hier die Tomaten angucke, da ist schon sehr viel, was kaputt ist, was krank ist, was aufgeplatzt ist, was jetzt wirklich durch die sehr feuchte Witterung einen richtigen Schaden genommen hat. Und da sieht es bei den Melonen deutlich besser aus. Und gerade durch die Erfahrungen in diesem Jahr, wo die Tomaten, teilweise auch die Gurken und die Zucchinis mit der Nässe sehr zu kämpfen hatten, würde ich mich sogar mal zu der Aussage trauen, zu behaupten, Melonen, Wassermelonen und Honigmelonen sowieso sind in gewisser Weise sogar ertragssicherer als Tomaten oder Gurken. Das habe ich auch, als ich letztes Jahr im Fernsehen, beim HR-Fernsehen war, auch schon gesagt. Melonen funktionieren in mehr Jahren gut als Tomaten und Gurken, weil für die Melonen, nach meiner Erfahrung jetzt, kann es eigentlich nur zu kalt sein. Also eine zu feuchte Witterung hat bei mir zumindest noch zu keinen Ertragsausfällen geführt, eine zu warme Witterung auch nicht und auch eine zu trockene Witterung, wenn ich denn genug gießen kann, auch nicht. Bei den Tomaten kann es zu kalt sein oder zu nass, in gewisser Weise auch zu heiß oder zu trocken, weil dann eben Sonnenbrand droht, weil die Früchte unter Umständen in der Hitze, gerade im Gewächshaus, auch anfangen so richtig zu kochen und dann ganz matschig und weich werden. Auch bei Gurken kann es zu warm, zu kalt, zu nass oder zu trocken sein. Das habe ich alles schon gehabt. Bei den Melonen kann es eigentlich nur zu kalt sein. Also ich habe kaum Pilzerkrankungen, ein bisschen bei den Honigmelonen, aber auch das ist alles noch im Rahmen, dass die Früchte, die da jetzt sind, auf jeden Fall was werden. Das einzige wirkliche Risiko bei den Melonen sehe ich zum einen darin, dass es im Frühsommer zu kalt sein kann, dass die Pflanzen in einen Wachstumsstopp kommen, dann nicht richtig anwachsen und dann entweder sehr spät richtig mit dem Wachstum anfangen, dass dann vorm Herbst keine Ernte mehr ist oder dass sie komplett eingehen. Aber auch da im letzten Jahr hatten wir eine extreme Kälte Anfang Juni mit fast Bodenfrost. Da habe ich die mit Vlies abgedeckt, die sind super gewachsen und 6 Wochen später sogar, Mitte Juli, hatte ich sogar die erste Ernte schon. Also ich glaube wirklich, eine zu lange, zu kalte Witterung ist das Einzige, was den Melonen dazwischen kommen kann. Ansonsten hitzesicher, was gerade in den Zeiten von immer trockeneren, heißen Sommern wirklich eine Sache ist, wo ich sage, da bin ich super happy, eine Kultur zu haben, die bei der Hitze kein Problem hat, die dann aber auch in feuchten Sommern wie diesen auch noch funktionieren. Also probiert es auf jeden Fall mal aus, Melonen anbauen. Nächstes Jahr werde ich auch mal das Ganze von der Aussaat bis zur Ernte mit der Kamera begleiten. Aber das wollte ich euch zumindest in einem etwas kürzeren Video mal kurz näher gebracht haben. Melonenanbau, auch in Deutschland, meiner Meinung nach sehr lohnenswert. Zumindest in Mittel- und Süddeutschland, vielleicht nicht im äußersten Norden. Aber da vielleicht dafür besser im Gewächshaus, das kann ich nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall eine super Sache. Schmeckt richtig gut, verhältnismäßig ertragssicher. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken. Bei Fragen gern rein damit in die Kommentare. Abonniert mich auch gern auf Instagram, bunter.nutzgarten, für jeden Tag neue Updates zu Melonen und allem möglichen anderen. Und bis zum nächsten Video.